Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Position von Bündnis 90 Die Grünen haben wir gestern noch mal öffentlich dargelegt. Es gibt einen aktuellen Beschluss des Landesvorstandes und es gibt einen aktuellen Beschluss unserer Landtagsfraktion mit dem Titel »Wer TTIP ablehnt, muss erst CETA stoppen«. Die drei wichtigen politischen Punkte will ich Ihnen gerne nennen, die wir beschlossen haben und die Linie sind, mit dem wir diesem Freihandelsabkommen begegnen. Erstens. Wir sprechen uns dafür aus, CETA zu stoppen und auf transparenter Grundlage neu zu verhandeln. Zweitens. CETA muss dem Bundestag sowie auch dem Bundesrat zur Abstimmung vorgelegt werden und darf vor allem nicht, wie es derzeit geplant ist und wie es auch beantragt ist, von der EU-Kommission zur vorläufigen Anwendung gebracht werden. Und drittens, sollte CETA so unverändert im Bundesrat zur Abstimmung gestellt werden, wollen wir, dass Nordrhein-Westfalen diesem Abkommen nicht zustimmt. Sie können nachlesen, wir haben einige Punkte in unserem Beschluss genannt. Ich möchte Ihnen einen explizit hier noch mal vortragen, nämlich, dass wir der Auffassung sind, dass die öffentliche Daseinsvorsorge durch dieses geplante Freihandelsabkommen sehr wohl unter Druck gerät. Und der Kollege Tönz, Sie haben es angesprochen, das ist der Bereich des Negativlistenansatzes. Das heißt nämlich, dass alle Dienstleistungen, die nicht privatisiert werden sollen, ausdrücklich gelistet werden müssen. Zwar erlaubt das CETA-Abkommen Ausnahmen für öffentliche Dienstleistungen der kommunalen Daseinsvorsorge, ja, aber nicht explizit genannte Dienstleistungen fallen allerdings jetzt neu automatisch in den Bereich der Liberalisierung. Das betrifft auch solche Dienstleistungen, die zum Zeitpunkt des Abkommens von CETA, des Abschlusses von CETA, nicht existieren. Denn die Ausnahme für neue Dienstleistungen ist unbestimmt und erzeugt auch große Rechtsunsicherheit. Das hat zur Folge, dass im besten Fall selbst bei einer umfassenden Negativliste nur der Status quo der Daseinsvorsorge fixiert wird. Der in CETA verwendete Negativlistenansatz ist auch grundsätzlich problematisch. Der entfaltet eine Dynamik zugunsten weitreichender Liberalisierungsverpflichtungen, da Regulierungen in erster Linie als Handelshemmnisse betrachtet werden, sodass deren Beibehaltung stets besonders gerechtfertigt werden müssen. Bisher, und das gab es noch nie, gab es immer den Positivlistenansatz. Das heißt, es musste explizit genannt werden, ein Bereich, der liberalisiert bzw. privatisiert werden sollte. Das wird jetzt umgedreht. Und Herr Kerkhoff, und das ist das Neue an diesem Freihandelsabkommen, das gilt für TTIP wie für CETA. Wir haben schon viele Freihandelsabkommen. Aber CETA wie TTIP sind eine neue Generation von Handelsabkommen, wo grundlegende Mechanismen umgedreht werden. Sie können das sehr gut an dem Beispiel Positiv- und Negativlisten sehen. Das gilt auch beim Vorsorgeprinzip, das geschwächt wird, wo eine Umkehrung teilweise des Ansatzes geschieht. Wir als Grüne haben kein Problem damit, wenn es um technische Anpassungen geht. Natürlich wollen wir auch vernünftigen Handel. Unserer Meinung nach braucht er soziale und ökologische Leitplanken. Natürlich sind wir ein exportorientiertes Land und natürlich soll der Mittelständler auch fleißig weiter exportieren können, zu guten Bedingungen. Das ist überhaupt nicht unser Punkt. Der Punkt ist nur, braucht man dafür so ein Freihandelsabkommen, das in viele Bereiche reinreguliert, die sehr sensibel sind, im Datenschutzbereich, im Lebensmittelbereich. Sprich, wir haben nicht nur eine Verantwortung der Wirtschaft gegenüber, sondern wir haben vor allen Dingen eine besondere Verantwortung auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Nordrhein-Westfalen gegenüber, den Menschen unserer Bevölkerung. Ich bin Verbraucher, Sie sind Verbraucher. Und da gibt es einen Schutzgedanken, den wir auch abwägen müssen. Und der Schutz der Menschen, der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher liegt uns sehr am Herzen. Wir werden da eine Stimme sein. Und deswegen sagen wir, ein hoher Schutz von Umwelt und Verbrauchern sind für uns kein Handelshemmnis. Sie müssen Ziel guter Handelspolitik sein und nicht ihrer Zielscheibe. Das passiert aber leider gerade bei diesen beiden genannten Abkommen. Vom Abstimmungsverhalten inhaltlich können wir der CDU-Fraktion nicht folgen. In der Abwägung kommen wir zu einem anderen Ergebnis, nämlich dass die Risiken gerade erheblich höher sind noch als die Chancen. Bei dem Piratenantrag und auch vom Abgeordneten Schwert sind wir inhaltlich sehr nahe. Wir werden ihn trotzdem ablehnen. Warum werden wir ihn trotzdem ablehnen? Wie Sie wissen, sind wir in einer Koalition. Wie Sie wissen, gibt es am Montag einen Konvent der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Sie sind in der Debatte. Es gibt noch kein abschließendes Verhalten des Koalitionspartners.
Insofern ist das der einzige Grund, warum wir an der Stelle jetzt sagen, lehnen wir den Antrag ab. Wir werden aber zusammen wieder am Samstag, ich auch persönlich in Köln, stehen und uns artikulieren, gegen diese Abkommen demonstrieren und deutlich machen, wie aus unserer Sicht die Sozialdemokratische Partei Deutschlands an ihrem Konvent denn abstimmen sollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Engstfeld.